Hallo, hallo, hallo. Okay. Die Ansicht war gerade komisch. Hallöle und willkommen zurück bei Medieval Dynasty. So. Wir wollen jetzt ein wenig neue Häuser bauen und so weiter. Und ich weiß noch nicht so genau, wie der Plan ist, aber eine Idee war... Oh, ich brauche erstmal... ein Bauhammer. Ah, vielleicht sollte ich noch so ein paar Sachen wegschmeißen. Die zwei Eimer, Holzarmbrust, Eisenarmbrust, Holzbolzen, Kupferaxt können wir reinschmeißen. So. Das gibt ordentlich Geld. So, also das hier soll der Eingangsbereich sein, dass man hier reinkommt. Hier links geht's zum Brunnen und dann könnte man hier vielleicht noch so einen Zaun an den Baum lang führen, der dann hier hingeht, wo dann hier zum Beispiel so eine Bank ist. Dann hier hinter, weiß ich noch nicht so genau, aber wenn man dann hier die Palisade lang führt... Könnte man hier noch irgendwas hinsetzen, was bestimmt nice aussehen dürfte. Und hier dachte ich mir... So. Könnte man hier... irgendwie ein Haus hinsetzen. Aber mit ein bisschen Abstand will ich das machen. So, und dann geht das hier so außen rum. Ich weiß nicht, ob wir den hier ausbuddeln sollten. Dann könnten wir hier ein bisschen näher ran. Oder... Hey. Ja, bei mir, mein Handy ist auch gerade durchgedreht. Mit Streams. Ankündigung und so weiter. Was geht?
Ich spiele Medieval und bin schon am Vorabplan, wie ich die Häuser am besten positioniere. Weil ich will das nicht so crampy haben. Ich fand die Idee von dir ganz nice, dass sie so einen kleinen Vorgarten haben. Ja. Will it take long? So, guck mal, die eine Idee, ganz viele Bäume dazu lassen. Deswegen habe ich die Region hier eigentlich auch rausgewählt, weil hier so viele Bäume stehen, dass ich immer nur ein, zwei wegbuddeln muss, aber noch einen ganzen Haufen da hab. So, und die Idee war dann jetzt, hier eine Palisade lang an dem Weg, hier an diesem Hauptweg. Und dann immer diese Bereiche hier mit Deko auffüllen. Dass man dann vielleicht mit dem Zaun hier rangeht, an den Weg, hier rüber, hier ein Tor rein. Und dann hier ran. Dann hat man hier einen Baum mit drin. Könnt hier noch ein bisschen Deko hinkloppen. Oh, und hattest du das hier gestern gesehen? Sogar mit Axt. Ich finde, das sieht voll cool aus. Und wenn dann die Bäume zurückwachsen und dann hier so ein Zaun rankommt, der hier rumgeht. Und dann hier noch so ein bisschen Deko rein. Hier war so ein Holzfällerlager, was leer gespawnt ist. Meine Hoffnung ist, dass nach einem Jahr, dass alles hier wieder neu gespawnt wird und hier dann alles voll liegt, dass das noch mehr nach Deko aussieht. Ja, und das hier ist das Provisoriumsfeld. Da wird einfach nur rote Beete angepflanzt. Und hier rüber will ich Felder anbauen. Ja, ich weiß. Aber wenn es gratis dasteht, warum nicht mitnehmen, ne? Oh, das dürfte richtig gut aussehen. Oh Gott. So. Ich brauche aber für die Jagdhütte erstmal so ein paar Sachen. Und wie war dein erster Arbeitstag? Dein erster Arbeitstag?
so. Ups. Ah. Ich wollte gerade. Wahr sein. Werde ich da einfach umgenietet? Okay, jetzt brauchen wir noch Stroh. Oh, und einen Grabungsschuppen müssen wir bauen. Auf jeden Fall. Dann können wir das zweite ausbauen. Ja, sauber. Holzstamm. Oh.
Ah. Oh, Grabungsschuppen. So. Hier oder... Oh. Das kann weiter nach hinten. Ja, okay. So. Und hier wollte ich... Kann ich denn schon... Produktion. Eine Werkstatt und eine Schmiede. Okay. Ich glaube, das dürfte richtig gut aussehen. So, aber wir bauen jetzt als erstes das Haus.
Und dann noch den Grabungsschuppen. Wir brauchen Bretter für eine Waschzuba. Arbeitsstation. Oh, Eimer mit Wasser. Im Lebensmittellager? Oh, 4 Eimer. Ist dann das komplette Wasser leer? So, was für Probleme haben die denn? Häuser? Ja, das weiß ich ja. Gewinnung. Nicht gebaut, kein Material, kein Material. Ach, Steinexe haben wir noch drin. Nice.
So, und jetzt das Dach drauf klöbbeln. Kloppen wir unser Inventar voll mit Holzstämmen. Dann müssen wir den Grabungsschuppen bauen. So. Ich glaube, das dürfte ganz cool aussehen bei den ganzen Bäumen, die wir hier gerade umnieten. Und dann achten wir darauf, dass wir vielleicht vermehrt nur die Birken weghauen.
Show. No worries. I'll wait. So. Okay, jetzt brauche ich Steine. So. Oh. Ausdauer. Okay, dann heißt es jetzt wieder ordentlich Steine sammeln. Kleiner GT, hallo! Ja, immer diese Farmerei. Das Schlimme daran ist sogar noch, dass das jetzt Nummer 2 ist. Ich bin jetzt hier im Solo-Spielstand, den ich gestern angefangen habe. Und in unserem Koop-Spielstand sind wir schon bedeutend weiter. Ja, aber ich habe gerade so viel Bock auf Medieval, dass ich mich entschieden habe, auch noch Singleplayer zu spielen. Aber ein bisschen anders. So. Und bist du auch hier im Farming-Abenteuer drin? Steine? Stein. Also. Nice. Da kann ich dann meinen 1000 Mann Spielstand weitermachen. An der Börse gucken? Wieso guckst du an der Börse?
Yo, rich money business. Aber eigentlich... rich money business. ich würde sagen, viele kleine Steine auf dem Boden suchen und diese dann verwenden, um ein größeres Portfolio zu erzeugen, was man dann reich an andere vermieten kann. Hui. So, das fällt mir gerade erst auf, das ist ja auch mal mega geil. Das könnte man einzäunen, dann haben wir hier noch ein Bärenfeld. Ah, Gold. Sieben. Das ist jetzt nicht so die berauschende Menge an Stein, die ich brauche. Okay, Spitzhacke. Ja, ich hab noch einen, der ist... Moment, Spiel speichern. Oh. Ja. Dann hatte ich hier im Dezember einmal getestet und dann habe ich hier angefangen. Aber richtig gespielt habe ich 2020. Also vor 4 Jahren fast. Aber das Spiel hat irgendwas in mir getriggert, was ich unbedingt weiterspielen will und mehr spielen will. Das ist wieder sehr komisch.
Glaube ich. So. Ja. Mani, wer ist bitte schuld da dran? Hm? Verschenkt habe ich auch schon einen Stand irgendwo auf der Welt. Okay, ich nicht. Glaube ich. Ja. Du bist schuld. An Spuddies und meiner Misere hier. Bodenlose Unterstellung? Hm, ist klar. Oh, damit habe ich mir übrigens meine Webcam zerballert vorhin. Ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe, aber ich musste meinen Rechner 6-mal neu starten und das Teil einmal komplett deinstallieren, bis das funktioniert hat. Ich war ein Mausklick davon entfernt, mir eine neue Kamera zu kaufen. Aber das ist eher, weil ich dumm bin. Und das Schlimme mittlerweile ist, dass ich so IT-Sachen mittlerweile rein in Stundenlohn rechne. Heißt, was ich in Freizeit da rein investiere, rechne ich um in Stundenlohn. Und wenn ich sage, für die Lösung dieses Problems, um die Webcam wieder zum Laufen zu kriegen, brauche ich Minimum 2 Stunden. Okay, ich kaufe mir eine neue. Weil zu viel Zeit rein investiert wird. Eine Sache, die ich mir aber angeguckt habe, das fand ich ganz interessant, das war von hier, Nielsen, den ich dir ja gezeigt hatte. Moment, so. Der hatte so ein Kameraset vorgestellt. Da war ich am Überlegen, mir die vielleicht zu kaufen. Die hier. Weil die sah eigentlich ganz cool aus. Da wollte ich mir halt noch angucken, aber das ist eine 4K mit einem Sony-Sensor drin, ne? Und das sah halt cool aus. Und hi erstmal. Aber dieser Punkt interessiert mich halt viel mehr. Da würde ich nicht auf 4K gehen, sondern die Kamera mit 60 FPS betreiben, dass das mit dem Bildschirm gleichgesetzt ist. Das fand ich ganz cool. Aber erstmal Geld sparen.
vielleicht eher für eine vernünftige Capture Card sparen oder so. Ja, ich weiß nicht, ob der ins Essen bricht, sondern eher bei 4K 60 FPS brauchst du wahrscheinlich eine anständige Kühlung dahinter. Aber da bin ich zu wenig im Game drinne, da würde ich vielleicht eher vorher noch mal einen ganzen Haufen Informationen rein. Ja, oder das. Aber mit USB-C-Connection, das lohnt sich schon. So, jetzt brauchen wir noch Stroh. Ja, definitiv. Ich finde nur USB-C nice. Aber bei meinem Mainboard kann ich mir auf jeden Fall sicher sein, dass das relativ ein vernünftiger Chip ist. Und den Rest, wie gesagt, würde ich mir dann, bevor ich das kaufe, auch vernünftig nochmal angucken. Nicht, dass man sich hier Trash kauft und das dann am Ende bereut oder so. Oh. Twitch Reconnect. Lupp wohl wieder. So. Und jetzt schlaufen wir ins Derpen runter. Und holen uns einen Jäger und einen Grabungsheini. Hallo, holde Dame, du bist Kacke. Ja. Deswegen bin ich mir unsicher. Oh, die brauche ich. Ja, toll. Hi. People of science learn how to read from books. Ach, die kann auch noch mit. Nee. Ich brauche einen Mann.
Jagd. Oh. Stein, Kalkstein. Oh. Ja, nee. Mani, bist du da? Ich habe was ganz Schlimmes gesehen. Und zwar das mit den Jahreszeiten ist aus dem Spiel entfernt worden. Also wenn du hier jetzt mal guckst, Grabungsschuppen. Du hast hier keine Jahreszeiten mehr. Ja, hat wohl mehr Leute genervt als alles andere, weil du halt wirklich jede Jahreszeit einstellen musstest, zum Beispiel für den Grabungsschuppen. Obwohl, ich habe gar nicht geguckt, wie das hier mit den Feldern aussieht. Ja, hier ist das genauso. Aber ich hoffe, das kommt wieder irgendwie. Oder könnte das eine extra Einstellung sein, die man machen muss? Nein. Hab ich nicht. Das hätte ich mir nämlich als einziges noch vorstellen können. Ja. Deswegen habe ich mir das Spiel mittlerweile auf Steam gekauft, damit ich Screenshots machen kann, weil es vorher nicht funktioniert hat. El Momento. So, wie sollte da nun auch noch glauben? Ja, ich bin der allmächtige Streamer. Ja. Ich finde den Hintergrund von dir geil. Ich glaube, das muss ich mir auch noch mal vernünftig angucken. Aber du kannst da schon mal eine Browser-Source einpflegen, dann brauchst du dann morgen oder nächste Woche oder wie auch immer einfach nur den URL austauschen oder die URL austauschen.
So, wo waren die Hongs? Da. Die automatische Altersbegrenzung kannst du auch noch ausschalten, sonst werden die Spiele dank KI nur noch schwarz angezeigt und ohne Ton. Ich habe doch keine automatische Altersbegrenzung drin. Nö. Oder habe ich das hier drin? Nö. Ey. So. Hier. Hallo, du da. Jagen, dich brauche ich. So, tu mir. Sollte in die Jagdhütte. Ey. So. Können wir wieder zurück? Ja, und auf Twitch darf man, glaube ich, erst ab 13 oder so. Also passt das schon. Ah. Ich muss noch den... So. So, da ist ein Fass, ein wenig Loot. Oh. Oder ein Stein. Verdammt.
Oh. Truhe. Nice. Okay. Das sieht geil aus. Bärenwein und ein Jäckchen. Oh. Oh, was fehlt denn jetzt? Dem fehlt ja einmal alles. Nicht gebaut, Jagdhütte. Kein Material. Kein Werkzeug, kein Material. Ups. Ah, Stiefel. Cool. Das sieht geil aus. Ja. Das erinnert mich ein bisschen an... Moment. Hier dran muss ich als erstes denken. Von The Witcher 3. Oder? Also genau das, was du dir erhofft hast, oder? Oh, Ziege, Weibchen, Häuten. Stehlen, Stehlen, Häuten. Ich kann nur alle stehlen hier. Gehen wir noch da rein? Überall hier diese vergifteten Pfeile. Und der Typ selbst hat hier auch überall Gift rumstehen. Ist klar. Axt und Münzen, Münzen. Eine frappierende Ähnlichkeit. Ja, ich glaube, das ist auch irgendwie als Easter Egg gedacht. Sonst könnte ich mir das nicht anders erklären, dass genau der erste Blick davon dieses Bild in den Kopf gerufen hat.
würde ja jetzt sagen, würde ich die Möglichkeit für Abos haben, dann müsstest du jetzt einen Sub da lassen, aber hätte ich jetzt auch gesagt, schön abhauen bei Konfrontation, ne? Hä? Welches Follow-Ziel? Ach so. Ne, ich glaube, sie hat noch keins. Ne, ich glaube, die meinte, mein Livestream. Das sieht cool aus. Und da kommen wir hier auf so eine schöne Lichtung. Mit dem Holzfällerlager im Hintergrund. Dunkern weg, Kupfererzstein. Einfache Section. Holzschaufel, Holzack. Kupfermesser, eins behalten wir, Recube-Bögen. So. So, was brauchen wir denn noch? Also, Grabungsschuppen braucht Spitzhacken und Schaufeln. Holzstamm und Holzstamm plus Stein.
Da. Nice. So. Oh. So, was bauen wir denn als nächstes? Dienstleistung nicht. Lager haben wir. Brunnen haben wir. Holzschuppen haben wir. Grabungsschuppen haben wir. Überleben. Wir könnten noch eine Kräuterhexe bauen. Aber nicht hier mitten in die Walachei rein. Oh, ich glaube, da oben auf dem Berge. Passt das? Nee. So. So. Holz. Okay. Überlebenskünstler? Doch,
Dann als nächstes Athlet. Ja, das hört sich gut. Aber dann können wir gleich mit der wie heißt das gleich noch? Die Feldwirtschaft anfangen. Überleben auch nicht. Produktion. Ah, Strohs. Stroh brauchen wir. Okay, so. Arbeiten oder in Medieval? Das ist jetzt die große Frage. Okay, also ich will dich nicht aufhalten, freue mich aber, dass du dabei bist, also musst du dann wissen. Sure would be.
Also. Die Idee ist es jetzt, vielleicht erstmal einen Feldschuppen zu bauen. Okay. Oh. Den muss ich wegkloppen. So, und dann kommen hier schon mal die ersten Felder hin. Gewinnung. Elf mal zwei. Ja. Oh, ich glaube, das dürfte richtig nice aussehen. Okay.
schmeißen wir erstmal Krams weg. Gehen schlafen. Noch Hockey. Okay, der muss noch raus. Oh nice, der große Baum ist da geblieben. Und dann den Weg hier außen lang, hier ran und dann kommen wir zu den Feldern. Und dann könnte man hier einen schönen Zaun lang und dann geht dann hier die... Ja, ja, ja. Der Baum ist auch da geblieben. Dann könnte man das mit hohen Zäunen bauen. Oh, auf der Rückseite ist auch noch. Oh, nice. Wow. Sir. Sir. How is life treating you? Wrong direction. Hey! Hail, friend. Dankeschön. Hier kann man dann eine Fackel hinmachen, entspannt nach oben gehen und dann hier wieder runter und hier... Hier eine Fackel hin. Oh.
geil. Könnte man das hier abgrenzen? Arbeitsstation, Jagd, Holzfäller, Landwirtschaft. Komposthaufen. Entfiederungsstation, Butterstation, hoher Hauch. Nice. Wir sollten schlafen gehen. Okay. Dann holen wir uns eben Stroh und Stöcke. Ja. Vielleicht sollte ich eben hier okay, fertig. Oh, zwei Maultier. Oh. Geil. Athlet. Ha. Besser geht's nicht mehr. Keine Holzstämme. Dann holen wir uns noch mehr Bäume. So, aber wir sollten auf jeden Fall was essen. So.
Chunk. So. Okay. Oh. Noch einen großen Baum. Also hier jetzt 15 Stunden, also 16 Stunden circa. Und bei Epic, ich glaube nochmal 120 oder 150. Irgendwie sowas. Okay, das wird hier langsam ziemlich kahl. Wie lange spielst du schon? Oh Gott. So, Zuschauer, nope, noch lange nicht. Falls das an mich gerichtet war mit den Followern, Followerzähl, aber auf Horrorstream bin ich auch nicht scharf. Und wieder da. Willkommen zurück. Ich habe jetzt meine Feldplanung fertig. Und schon mal eine Scheune und einen Schuppen gebaut. Ja. Ja, also. Ich will, dass hier dann so drumherum eine Palisade läuft. So, bis hier dann. Hier ist dann eine Öffnung.
Aber der Bereich ist dann hier auch wieder abgeschottet, also der Holzfäller. Irgendwie so. Bin ich noch am überlegen, wie ich das mache, aber ich wollte hier bei den Feldern die... hier wollte ich die Hühner langlaufen lassen. 1463 Stunden in Medieval Dynasty? Oh Gott. Okay, das ist hardcore. Holy, wie kann man denn so viel, also in Medieval Dynasty? Naja, aber... Ich kann es so einigermaßen verstehen, aber... Okay, das klappt nicht, schade. Aber 1000 ist schon hardcore. Also 88 brauchen wir. Und bei meiner Brauerei, die kostet Zeit. Okay, nice. Kannst du so ein Dorf auch wie eine Fabrik sehen, bis auf die aufs letzte optimiert. Ja, so hört sich das an. Besonders mit Brauerei und so weiter. Hast du denn schon auf der neuen Map hier gespielt, also auf Oxbow? Zeig mir deine Waren. Vier.
you. Goodbye. Oh Mann. Oh, nice. Ja, ich heiße eigentlich überall so. Ja, ich habe auch bei einigen Spielen schon Freaks kennengelernt, auf jeden Fall. Ja. Also No Man's Sky und Space Engineer definitiv, das wundert mich nicht. Ja. So. So, wir bauen jetzt aber ein zweites Haus für Dingerskirchen, wie heißt das? Federn, Holzstamm. Ich wollte eben noch die Verwaltung dafür fertig machen. Karotten. Und Mohn.
Ja, das ist der große Vorteil bei meinem Namen. Der ist relativ unequipped. Also der selten. Ja, also das ist echt ein großer Vorteil. Nicht, dass man dann Thomas heißt und sich dann den Namen Thomas 493 nehmen muss, nur weil der noch frei ist. Yay. Ja, sauber. Ich hab Geld an Patreon gezahlt. Miau. Glaube, ich muss das fertig machen, bevor ich das Haus weiterbaue, sonst bin ich aus der Jahreszeit raus.
Felder. Alter, die ganze Sheet, die ich hier verteile. Das sind ja noch Nummer 3. Was? Ich mache einen Haufen Screenshots. Alter Schwede. Also, man stelle sich vor, das ist ein Quadratmeter mit einer Fläche, also bedeckt von 1 Zentimeter. Alter, wie viel Kubikmeter? Oh, das will ich gar nicht wissen. Also wie viel Durchfall musst du dafür haben? No.
Hi. Das ist ja... Uff. Also jetzt fehlt mir die Hacke von Stardew Valley, wo man dann gedrückt hält oder brrrt und hat dann irgendwie 15 Sachen durch. Das wäre jetzt in dem Fall nice. Feld 2 ist Weizen. Das ist sehr gemein von dir. Da ich das Lied gerade nicht aus dem Kopf kenne. Oh mein Gott. Also. Transkript anzeigen. Ich bin der Farmer, geboren auf dem Land und melke Kühe. Ich krieg keine Frau, ich tu, was ich kann. Und Daddy ist froh, weil ich Traktor fahren kann. Ah, oh, scheiße. Oh.
Das dürfte aber bedeutend schneller gehen als das, was wir jetzt hier gerade machen. Ja. Habe ich noch eigentlich... Warte, ich speichere mal eben. Dann könnten wir einmal eben schlafen gehen. Vielleicht bleibt der Tag bestehen. Oh, ich habe noch einen Tag oder zwei. Nice. So, was ist auf Feld 3? Hafe. Hafe. Okay, was kommt jetzt? Karotten. Karottensamen. So, und jetzt gibt's noch Mohn.
Oh, was kann ich... Ah, machen wir erstmal das Feld hier fertig. Hahaha. Nice. Hier haben wir rote Beete für die Quest. So, Holzhacke rein, Holzhacken rein. Section rein, Section, Section. Okay, dann gucken wir mal nach Stein. So, Bretter fertig. Damit holen wir uns ein paar Stähnchen. Oh, wir sollten dringend was essen und vielleicht auch noch was trinken. Dann können wir uns da gleich neue Leute holen. War das Produktion? Baumeister? Ja. Ja, ich weiß. No worries, I'll wait.
Okay. Oh. Voilà. Alter. Ah. Deine. Okay. Brauchen wir nur noch einmal was. Steine meine ich natürlich. Wow, ein Stein fehlt uns.
Okay. Dann können wir uns gleich zwei neue Leute holen. Nice. Funktion. So, und dann können wir jetzt auch verputzen. Ganzen anderen Häuser auch noch verputzen. So, dann ziehen wir mal Richtung Clodiac. Clonica, so. Wie heißt das Dorf? Clonica, okay. Aber Clonicac hört sich auch gut an. War ich bei dem Haus schon? Nee. Obwohl? Nee, war ich noch nicht. Okay, und weiter geht's. Hi, Lala. Was geht bei dir? Was geht bei dir so? Besser?
Nee, jetzt noch nicht. Also ich gehe frühestens um 23 Uhr ins Bett. Nur gestern ist das ein bisschen spät geworden. Weil sonst bin ich heute Abend oder heute Nacht um 2 Uhr wach und kann nicht mehr einpennen und dann bin ich völlig gerädert auf der Arbeit. So, dann gucken wir noch mal, ob wir hier zwei Leute mit. Wie heißt es gleich noch? Mit Sachen finden? Landwirtschaft. Was für ein Problem haben die eigentlich? Oh, ist noch schlimmer geworden bei dir. Das ist doch Kacke. Und der Vermieter will partout nichts machen, oder wie? Ja, was ich das Schlimme daran finde, ist ja, dass du ja auch irgendwie ein Recht drauf hast, deine Ruhe zu haben und nicht andauernd durch irgendwelche Leute gestört zu werden.
Also das kann ich dann schon nachvollziehen, dass man da so ein bisschen auf den Vermieter geht. Oh. Oh. Oh, was soll denn das? Ah, die Brücke hat mich gerettet. Also das ist wirklich maximal kacke. Ich weiß aber auch nicht, ob man zum Beispiel zum Mieterschutzbund oder sowas gehen kann und dann sagen kann, hey, wie so sieht's aus. Ob die da einem noch Unterstützung oder so bieten können. Weil du hast ja auch als Mieter definitiv Rechte, die du auch umsetzen kannst. Ja, und irgendwann fangen die dann an, im Haus zu randalieren, oder es zieht keiner mehr ein und der hat dann nur noch den einen Mieter. Das glaube ich. Vor allem, wenn du das gut dokumentiert hast und, dann ist das ja für den Anwalt echt einfach nur, ja, ich schreibe mal einen netten Brief und dann war es das für ihn schon und er kriegt seine Kohle definitiv, weil das ein leicht verdientes Geld ist am Ende des Tages. Am Ende landest du in Karlsruhe vom obersten Gerichtshof. Sorry. Oh, es regnet.
Nice. Money? Oder Money? Wo finde ich die Einstellung für, was die Leute verbrennen dürfen? Oh, gefunden. War relativ einfach. Ja, bestimmt wird das nach... Gott. Was für ein Problem haben die denn? Wäre zumindest ein Versuch wert und dann klagst du auf Schadensersatz und vielleicht kann dein Anwalt erstmal sowas einreichen wie Mietminderung. Sobald es ums Geld geht, werden auch Vermieter sehr schnell sehr hilfsbereit. So, damit ich ein bisschen was klarstellen kann. Also mein persönlicher Scheiterhaufen ist aktuell Zuschauer. Der lässt keine Chance aus, mich zu flamen. Und Manni, ja, ich freue mich auch schon auf Freitag. Das wird bestimmt lustig. Ich will nur auch noch meine React-Übersicht ein bisschen bearbeiten und überarbeiten. Dass das ein bisschen cooler aussieht.
Sorry, Lala, das war nicht auf dich bezogen. Ja, aber bezüglich der Mietminderung, ich glaube, das wird dann der erste Anfang sein. Der Anwalt wird dir sagen, was man da am besten machen kann. Ich denke, er wird erstmal sagen, hey, wir gehen erstmal schriftlich auf den Vermieter zu und warnen ihn eine Mietminderung an. Und dann hat er ja alle Zeit, drauf zu reagieren, mit einer Frist und so weiter. Und wenn er sich dann immer noch nicht rührt, dann hat er halt Pech gehabt, ne? Dann kriegt er halt eine Mietminderung reingedrückt. Und für dich ist das so ein kleiner Wermutstropfen. Und ja, vielleicht bringt das ja schon was, ne? Das muss man ja einfach hoffen, sag ich jetzt mal. So, und Zuschauer, ich bin so lieb und unschuldig. Genau. Du fragst im Stream nach, ob es hier Eichenbäume gibt oder Eichen gibt, weil man damals daraus Galgen gebaut hat. Also. ja, das sagen sie auch. Also. Kleiner GT, da hast du recht. Und das ist ganz typisch für Zuschauer. ja, Mani, bundle dich mit Zuschauer an, das kenne ich leider nicht anders von dir. Aber deine Zuschauer sind auch nicht besser, die zwingen dich zu irgendwelchen Horrorstreams, also ich weiß nicht, was schlimmer ist in dem Fall. Hey, es ist Mittelalter, da darf man das. Ja, auf jeden Fall. Ach, ich find's ja auch lustig und bis jetzt ist es ja noch kein bisschen irgendwie unter die Gürtellinie oder so gegangen. Meiner Auffassung nach. Mal sehen. Und am Ende wirst du von irgendwem geradet und hast plötzlich 3000. Und dann musst du halt laut deiner Wette dreimal so einen Stream machen, würde ich sagen. Also ich finde, das ist dahingehend dann nur fair. Okay, ja, bin ich ganz bei dir. Ich würde das auch machen. Ciao. Okili dokili.
Alter, wie viele Holzstämme braucht diese Kackbude? Das ist ja gruselig. Gucke gerade mal mit. So. Und warte mal, ich speichere mal eben kurz. So, gespeichert. Ich gehe einmal ins Hauptmenü, ich lade mal das Spiel eben neu. In der Hoffnung, nee, nicht beitreten. Spiel geladen. Laden. Shingleplayer. Ja. Aber das finde ich jetzt geil mit der Multiplayer-Map, dass wir auch einfach jetzt eben im Stream zeigen können, wie das Ganze dann aussieht bei jemand anders. Zum Beispiel, wenn Mani sagt, sie will mal die Singleplayer-Welt zeigen, dann kann man da einfach reinjoinen, sich die Welt einmal angucken und muss nicht unbedingt irgendwas extra aufmachen. Das finde ich cool. Cool umgesetzt. Wieso zeigt er mir immer noch 8 an? Oder sind das die Felder? Oder... Hä? 1, 2, 3, 4, 5. Also, das finde ich echt cool. Vor allem kann man da wirklich einfach mal eben ein paar Sachen zeigen und mal Sachen vorstellen und ja. Knack. Was will er jetzt 10-fach haben? Hier ist doch Brennholz drin. Wow. Iha, dann kriegen wir es fertig. Nice.
Fehlt hier irgendwas? Nee. Hä? Ja, wir haben Samstag das mit dem Brückenbau ausprobiert und waren da ein wenig, sagen wir, enttäuscht, weil, du keine Chance hattest, auf den Plattformen zu bauen, was ein bisschen schade war. Oh Gott. Ja. Man kann zwar vieles machen damit, was auch echt geil ist, aber das... Wir haben uns... echt... Ich sag mal, die Entwicklung des Dorfes und des Streams hat sich nur um diese Plattform gedreht, weil wir uns vorher nicht schlau gemacht haben. Das war vielleicht ein Fehler von uns, aber... Wir wollten schön die Taverne... So, wir haben hier oben gebaut. Und wir haben hier so einen Halbkreis oder so gesetzt. Und wir wollten die Taverne dann, dass die so ins Wasser reinragt auf den Plattformen. Ja, du glaubst gar nicht, wie krass die Enttäuschung dann war. Es war sehr erniedrigend. Und sehr enttäuschend und oh, war das frustrierend. Zum Glück spielen wir kein Spiel von Paradox Entertainment, würde ich sagen. Und Lala, was soll ich zeigen? Äh, 170 Weidenkörbe. Oh. Okay, kleinen Moment. Oh, ich trage nicht so viel. Aber ich habe Produktion gesteigert. Nice. 2 Punkte. Handwerksexperte. Okay.
Okay. Also Nummer 1. Nummer 2. Nummer 3. Manni, die muss ich mir gleich einmal angucken. Haben die die Klingelschilder eingedrückt? Ja, ich bin nur auf das erste wieder raufgegangen. Haben die Klingelschilder eingedrückt? Oh. Da wohnen nur noch zwei Leute. Also, dein Vermieter hat echt keinen Bock, ne? Und sind das hier Einbruchsspuren? Ja, oder? Das ist einfach knack auf. Vor allem das finde ich hardcore. Überall Schraubenzieherabdrücke. Ja, da ist garantiert jemand eingestiegen. Ah, Schloss auswechseln. Okay, aber... Krass. Und mein Vermieter hat einfach dieses Jahr entschieden, die Türen sehen nicht mehr schön aus, aber das sind geile Holztüren. Also kleben wir von außen erstmal schön Alu davor, damit es hübsch aussieht und das Holz erhalten bleibt. Ne, beim Schloss aufbrechen eigentlich nicht, aber das müsste eigentlich geschlossen werden. Alter Schwede. Das ist echt übel. Vor allem bei dem Fußboden denkt man eigentlich, oh, das sieht doch eigentlich echt nett aus, ne? Also, weil das ist schönes Laminatparkett, ne? Alles hübsch. Und dann hast du sowas. Krass. So. Können wir nochmal eben... Oh Gott. So. Money Street Medieval Dynasty? Okay. Infos. Das finde ich cool. Oh, ach, du hast die kompletten Designs geändert, oder? Ja, sag mir, dass dein Vermieter dein Haus egal ist, ohne es mir zu sagen. Ja, auf jeden Fall. Wo hast du die denn her? Die finde ich echt cool. Aber ich muss das auch bei mir noch anpassen. Das sieht alles sehr hässlich aus. Cool. Also bei so schick mir die mal bei Discord bitte. Und Lala,
ich würde fast sagen, du hast da sehr gute Chancen, dass du da was von deinem Vermieter wiederbekommst, weil das kannst du auch mit rannehmen. Das kann man echt gut rannehmen, dass dem das scheißegal ist. Und dann hast du, glaube ich, so gesehen auch bessere Chancen, darauf einzugehen über deinen Anwalt. Oh, eine Küche! Alles im Leben geschafft. So, aber ich weiß nicht, was das... Was soll das hier oben? Nice. Dankeschön. Money und ja. Also allein mit den Fotos. Mach noch ein paar mehr Fotos. Vielleicht kann dein Anwalt irgendwas damit anfangen, auf jeden Fall. Und ja, ich denke auch, der lässt das bewusst verfallen. Einfach aus der Tatsache heraus, dass er vielleicht irgendwie dadurch ein bisschen mehr Geld bekommen kann. Durch was für Gründe auch immer. Oh, ich bin 100% überladen. Ich hoffe, dass ihm das nicht gefallen wird. Nicht, dass er sich das extra so zurechtlegt. Aber ich... Ja, das denke ich auch. Also klar, vielleicht macht er es auch absichtlich, weil du jetzt schon so einen langen Mietvertrag hast, dass er dich nicht rausschmeißen kann. Will aber die Immobilie teurer vermieten oder sowas. Und hat eigentlich schon einen Investor in der Hinterhand. Ne, so mal, um den Aluhut aufzusetzen. Oder so. Ja. Ach, das ist echt kacke. Naja, das Haus will auch keiner haben. Ich glaube, es geht eher um das Grundstück. Madame, was kriege ich für kleine Weinkörbe? Wow. Oh Gott. Okay. Also 100% sinnbefreite Kacke. Kein Werkzeug, kein Material. Zeig mir, was abgeht. Kann ich bei dem Kalk kaufen? Kalkstein. Hehe.
Abliefern der waren rote Beete. Oh Gott. Komische Jagdaufträge. Übrigens, allgemeine Streaming-Information, damit ihr auch Bescheid wisst, meine Kamera ist auf Nachtsicht umgestiegen. Ja, definitiv. Also da ist irgendwas Unterschwelliges, was der damit machen möchte. Oh Gott, jetzt brauche ich Stöcke. Ich habe gerade alle Stöcke weggehauen. Oh. Ups. Jojo, bis gleich. Keine Gebäude. Oh, fehlt mir 4. Kleiner GT, danke fürs Dabeisein auf jeden Fall. Und ich wünsche dir einen schönen Abend noch und schlaf gut und danke fürs Dabeisein. Dann bis zum nächsten Mal. Und genau, Nachti. So. Ich bin bei dir unter Freunde. Yes. Ja, also, ich werde heute Abend wahrscheinlich nicht oder morgen oder die nächsten Tage fast 1:1 bei dir kopieren. weil ich finde die Aufteilung cool und ich hatte keine Idee, was ich bei mir einbringen soll. Das Einzige, was mir jetzt noch fehlt, ist... Nein, überhaupt nicht. Das Einzige, was bei mir fehlt, ist definitiv ein Background. Also jetzt aktuell nein und nachher ja, ich muss nur ein paar Videos noch aufnehmen und danach vielleicht ganz kurz.
So. Oh Gott. Nee. Nee. Ist das Gewinnung? Nee. Häuser? Nee. Tierhaltung? Nein. Dienstleistung? Auch nicht. Lager? Nee. Produktion? Ja. Küche. Zu uneben, um hier zu bauen. Willst du mich verhole piepen? Oh, das sieht geil aus. Dann könnte man hier einen kleinen Tisch oder eine Bank hinsetzen. Hier einen Tisch, Bank oder Lagerfeuer mit Bänken. Hier was hinsetzen. Und das ist dann die Küche. Die hat dann auch noch eigene Bäume. Geil. Oh Gott, ist das viel. Also, Zeit im DC, 10 Wochen. Ja. Okay, Manni, bis morgen. Schlaf gut und hau dich hin. Danke für die Internetseite auf jeden Fall. Und dann dir eine gute Nacht. Und Lala, ja, das kriegen wir hin.
Dankeschön, der Bierkeks, und guten Abend. Was habt ihr denn gespielt? So. Stöcke. CS2. Habt ihr ordentlich Skins gelootet oder ernsthaft gespielt? Dann hast du mich noch nicht spielen sehen. Dann denkst du, du bist Vollprofi und gerade Global Elite. So, wir spielen aber gerade Medieval Dynasty. Und ja, bauen jetzt im Solo-Game erstmal ein kleines Dörbchen auf. Nutzen die Erfahrung aus dem Koop-Game. Und morgen geht's dann mit Money weiter. Wo wir dann ein wenig mehr spielen werden. Aber dann halt in der Koop-Welt. Und da freue ich mich auch schon drauf. Das hat echt hier innere Süchte ausgelöst, dieses Spiel. Oder dieses spontan, hey, Echo macht nicht mehr so Spaß. Wollen wir das uns mal angucken? Ja, und bam. 80 Stunden drin oder sowas gefühlt. Aber voll geil. So etwas essen. Ja, ich hab's das letzte Mal ernsthaft 2020 gespielt. Das war auch echt hilfreich, weil ich kenne zwar noch viele Sachen, aber trotzdem fühlt es sich nicht so alt und verbraucht an, wenn man es so nennen möchte. Sondern nach wie vor oder jetzt gerade wieder frisch und es macht echt Laune. Das finde ich geil. Deswegen habe ich mir mittlerweile angewöhnt, wie heißt es gleich noch? Bei so Demos oder so, dass ich mir angucke, ob mir das Spiel Spaß macht. Und wenn es mir Spaß macht, breche ich die Demo ab. Dass ich dann einfach, wenn es wirklich in Full Release geht, da weiterspiele. Oder wie zum Beispiel Early Access technisch bei Manorlords. Dass ich da dann einfach eine Pause mache. Und
dann bei größeren Updates dann jetzt weiterspielen würde, weil das Spiel so viel Laune gemacht hat, dass ich da eher lieber drauf warte, als mir das Spiel dann so gesehen madig zu zocken. Holzschuppen. Ah, ich sollte Strom mitnehmen. Ja, stell deine Frage. Gerne. Ich kann aktiv nachgucken, ob da neue Leute drauf sind, aber das mache ich eigentlich eher weniger, weil viele Leute gerne einfach nur nebenbei beschallt werden und gar nicht in den Vordergrund gezogen werden wollen. Das Einzige, was ich mache, die Leute willkommen heißen, wenn sie ein Follow da lassen oder zum Beispiel wie der Bierkeks rein raiden, dass ich die Leute begrüße, aber sonst spreche ich die nicht explizit mit Namen an. Weil wenn ich in irgendeinem Stream drinne bin, würde mir das nicht gefallen, sage ich jetzt mal. In die Richtung gehe ich. Aber sonst habe ich eigentlich hauptsächlich bei mir aktiv an, nur wie die Bitrate aktuell ist und wie lange ich schon streame. Genau, never call the lurker. Also, wenn du den ganzen Abend in Chat nichts schreibst, würde ich zum Großteil nicht wissen, dass du zum Beispiel anwesend bist. Und auch, das muss ich dazu sagen, auch wenn du anwesend wärst und ich das sehe und du noch nichts in Chat geschrieben hast, würde ich auch nicht sagen Hallo Lala. Weil ich würde mir da sehr unangenehm bei vorkommen. Wow.
Danke, der Bierkeks. Gute Nacht und schlaf gut und dann bis zum nächsten Mal. Danke fürs Vorbeischauen. Genau, also Lala, dadurch stelle ich dann fest, ob du da bist oder nicht. Also sagen wir so, ich reagiere nur auf Interaktion. Sonst erzähle ich auch einfach nur, was ich so ein bisschen gerade machen. Ja, genau. also, ne, da versuche ich dann auch wirklich dran oder drauf zu arbeiten, dass, wenn du da bist, dass ich dann dran denke und auch aktiv mich dann stumm schalte, wenn. Oh, sauber, wenn du da bist und ich an der Dampfe ziehen will. Oh, das muss ich alles kaufen. Uff. Okay, dann wünsche ich dir eine gute Nacht, schönen Abend dir noch und erhol dich gut und dann bis morgen und danke fürs Dabeisein und schönen Abend dir. Tschüss. Okay, Holzstämme brauchen wir noch. So. Baumfeld. Oh. Die Schmiede ist fertig. Geil. Das ist nice. Oh, die Position. Und hier dazwischen könnte man noch irgendwas bauen. Zum Beispiel so ein Bretterzaun dazwischen, so ein Huhn. Dass der hier einfach dazwischen ist. Dass man da nicht durchkommt. Ich habe da schon wieder so geile Ideen. Das ist mega. So, Gewinnung. Oh, nicht genügend Technologie. Technologie. Marktstand.
Bautechnik, Überlebenstechnik, Fischerhütte, Jagdhütte. Ah. Aber bei der Schmiede. Kupferwerkzeuge haben wir nicht. Eisenspitzhacken. Dann holen wir mal eben Sachen. So, Zinnbarren, Zinnerz, oh. Wir hatten jetzt schon wieder Probleme. Auf dem Kupferbarren, geil. Bronzebarren stellen wir erstmal nicht her. Und einen Eisenbarren. Das laden wir jetzt alles hier drin. Aber wir könnten jetzt Kupferäxte und Kupferschaufeln mal herstellen. So. Oh. Oh. Ja,
haben wir hier fast bis auf 4 das komplette Haus verkalkt. Oh, Kupferschaufeln muss ich auch noch weg. Und Kupferechse. Okay. Die muss ich noch eben wegschmeißen. Ich trage zu viel, aber wir kriegen so viel Kupfer und rein. Das heißt, wir könnten eigentlich dann, wenn wir Geld brauchen, einfach Bronze herstellen und das mitnehmen und dann verhökern. Das freut mich sehr gerade, dass wir die Schmiede noch herstellen konnten. Ja. Ich glaube, ich muss mir noch eine Fackel zusammenstellen. Eine Fackel. Wie stelle ich eine Fackel her? Stroh und Stock. Vielleicht haben wir noch welche im Lager. Oh ja, haben wir. So.
So, und wir sollten dann nach und nach mehr Gewinnung dazu bekommen. Einfach nur durch das Abbauen. Das hilft auch schon mal ungemein, dass wir hier gut vorankommen. So, dann laufen wir mal zurück. Haben wir viel. Das ist mega. Ich glaube aber, die brauchen hier eingelagert Wert. Uns noch was zu trinken. Und was zu essen. So. So, es gab doch hier einen Fotomodus. Das sieht geil aus. Und dass wir das da echt hart wegrasiert haben. Oh, cool.
Das muss ich mal bei Mani ausprobieren. So. Aber für heute würde ich sagen, war's das dann jetzt. Ich werde jetzt Feierabend machen und ja, dann geht's morgen im Co-op-Play weiter. Da freue ich mich auch schon drauf. Und für heute, wie gesagt, war es das dann jetzt. Die nächsten Tage habe ich dann vor, auf jeden Fall hier noch ein paar Häuser zu bauen, auch in die Richtung Häuser zu bauen. Hier bin ich mir nicht sicher, ob ich hier noch hinter eine Näherei setze oder ob ich die hier ransetze. Da werde ich einfach mal gucken, wie ich das am besten mache. Und hier den Bereich, den lasse ich, glaube ich, so. Den finde ich ganz cool. Vielleicht mache ich da hinten noch beim Feld ein bisschen mehr dazu. Genau. So, aber für heute war es das dann. Ich wünsche euch einen sehr schönen Abend und eine gute Nacht. Danke fürs Dabeisein. Es hat mich heute sehr, oder es hat heute sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und dann wünsche ich euch einen schönen Abend und dann sehen wir uns morgen wieder. Ich muss mal gucken, wann ich genau morgen online komme, weil morgen kommt eine Freundin zu Besuch. Und ja, ich weiß nicht, wie lange die da bleibt, aber danach werde ich dann direkt straight up online kommen. Also wünsche ich euch schon mal einen schönen Abend, eine gute Nacht und dann bis morgen. Cheerio und auf Wiedersehen und danke nochmal fürs Dabeisein. Ciao!